die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ioret! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir, Hey. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich setz mich auf! Dir heil! Mir geht's gut! Ja, und da werden wir direkt in den Krieg reingeworfen. Willkommen beim Mord aus Schatten. Zack, 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 zack. Erstmal hier die ganzen Orks plätten. Woo! Fett! So, kriegst du auch was mal dabei. Läuft so nochmal. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh! Der Tod hat dich verstoßen. Mm-hmm.
Hallöchen, junge Dame. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleite dich. Guck, guck. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Na, ich geflückt. Hatte noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Dann machen wir das mal, ne? Toter Tag. Können wir einen Double Kill machen? Wir müssen zurück in die Schlacht. Guck, guck. Und adios. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Die schwarze Hand will ihn lebendig. Nimm sie mit. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menelandras. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons.
Ja, und somit nochmal willkommen zu Mordor's Schatten. Ja, und wie ihr seht, Game of the Edition. Wird geil. Das kommt mir bekannt vor. Ist ein Hammer. Talion tötete einen Adligen, Iorit. Ah. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerungen des Geistes frei. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Okay. Okay. Immer sein am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Cool. Halte LT gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln und dann RT gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Boah. Wow, 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 die Steuerung. Okay, Moment. Knack! Einfach mal von hinten das Genick gebrochen. What? Geh hin zu ihm. Okay, ist betäubt. Wow. Was weißt du über die schwarze Hand des Zauberers? Dämon aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven, der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft für ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Drücke A, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Oh, wen haben wir denn da? Ah, du hast Gimubs Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel der Sklaventreiber. Verrät er etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks? Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für diesen Sieg erhältst. Belohnungen erhalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene P-Macht. Pimmelmacht? Wodurch du neue Fertigkeitsstufen freischalten kannst. Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Okay.
neues Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Cool. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung P-Macht, um neue Fertigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole präsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung M, Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. Jo, wir machen eh alles. Der Sklaventreiber rette die Menschen in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Rassistisch. Der Geist von Mordor. Erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Als ob ich mir das jetzt alles merke. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Ja, wir schauen jetzt erstmal. Was können wir hier machen? Schmiedeturm. Markieren wir... Was ist das denn? Information. Okay, wir machen erstmal den Schmiedeturm und dann die Information. Hallo? Glaub nicht, dass ich da runterspringen könnte. Oder? Steuerung ist ein bisschen sensibel, muss ich mal sagen. Headshot. Kommt der hoch? Ne? Gut, der Turm ist da oben. Gut. Kann man so ein Luftattentat machen? Nicht weg. Ich und meine Gurka werden ganz Mordor nach dir absuchen. Hast Schmerzen? Ich werde niemals aufgeben. Na, wie wär's denn damit? Wuhu! Alter Schwede. Na. Aua. Bewege das Symbol mit L in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste, um einen Konto auszuführen. Okay. Wenn du ein Uruk wärst, würde ich dich allein töten, um dir einen Gefallen zu tun. Jetzt habe ich zwei Bosse hier. Sag mal, derb's unfair. Das Symbol über deinem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht, bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Okay. Holt euch einen Kopf! Na ja, komm. Ach komm schon, nee, noch einer! Wieso stirbst du nicht einfach? Alle gemeinsam!
Alter Schwede! Schlag ihm die Kniescheiben ein! Oh! Uiuiui, geht das schon mal direkt gut los, ey! Alter! What? Vor mir versteckst du dich nicht, Made. Ey, das Spiel fängt gerade erst an und schon krieg ich hier... What? Und in den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ergebnisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführen. Cool. Ich hatte gerade 3 Bosse. Ehrlich? Was haben wir denn hier? Furcht vor Ghulen, gerät in Panik beim Anblick von Ghulen. Furcht vor Morgai fliegen. Furcht vor Gaux. Aha. Sehr interessant. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ja, super. Moment mal, wie ging denn das hier eben? Aha. Wow, Moment. Kann ich das sammeln? Aha. Ja, die 3 Idioten sind da ja immer noch unten. Super, ey. Oh. Ah, sollte ich jetzt zur Hauptkampagne gehen oder doch hier hin? Ich gehe wieder hier hin. So. Aber am besten im Schleichmodus. Wäre die bessere Idee. Und nicht direkt im Open World Bam. Super Bekriegungsmodus. Ach, du schon wieder! Wirklich herausfinden, wie oft du sterben kannst? Komm her jetzt! Ich werde dein Blut trinken! Ich weiß. Zeit für eine Beförderung. Nein, diesmal nicht. Ey. Ich bin kein Fußsoldat. Alter,
es nicht dein fucking Ernst. Alter! Wow, 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 wow. Nein, nicht du schon wieder. Endlich. Lass mich deinen Schmerz lindern. Für immer. Das gibt's doch nicht. Drei Bosse hier. Weg, 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 weg. Ja. Gut, dass ich schneller bin als die. Wuhu! Toll. Echt toll. Du Scheiße, jetzt kommt er auch noch. Stell dich mir, Tark! Alter! Ich drücke die ganze Zeit blocken. Lass mich locker! Alter, der blockt ja dauerhaft. Holt euch seinen Kopf! Alter! Ich hab doch geblockt! Nee, nee, das gibt's doch nicht. Letztes Mal holen sollen. Der Tuba, der wird ja immer mächtiger, der Typ. Aber auch geil, dank mir wird der ja voll hochgepusht, der Sack, ey. Mann! Ich hatte eine Familie, eine Frau und einen Sohn. Ich habe sie begraben, wie alle, die ich je kannte.